Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tilla und habe ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Pet Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein kleines Rätselpet, welches wir uns hier in Tazavesh und in ein paar anderen Zonen von Shadowlands freischalten können. Und wie das geht, will ich euch jetzt mal zeigen. Falls jemand seid, der sich nicht für Pets interessiert, könnte das aber auch goldtechnisch relevant für euch sein. Es geht nämlich heute um das Pet Seltenheit. Und dieses können wir dann auch im Auktionshaus verkaufen. Im Moment ist das noch relativ viel wert. Und zwar, wenn wir jetzt hier mal kurz reinschauen, liegt das hier auf Antonidas gerade bei 250.000 Gold, also doch nicht so wenig. Wird sich wahrscheinlich in der nächsten Zeit ein bisschen nach unten entwickeln, aber ja, ist auf jeden Fall ganz gut was wert noch. Gut, wo kriegen wir das jetzt her? Wir befinden uns einmal hier in Tazavesh, in dem Dungeon. Und hier haben wir den Dungeon-Eingang. Ihr müsst auf jeden Fall den ersten Boss töten oder eine ID haben, wo der erste Boss tot ist, denn wir müssen hier in die, ja, in dieses kleine, in den kleinen Bereich nach dem ersten Boss. Und dort müssen wir nämlich mit einem NPC sprechen, da können wir so ein kleines Trade-Game machen. Und ich habe das jetzt auch so gemacht, ich habe mir vom Main hier die ID rüber gehandelt quasi, um hier einmal reinzukommen mit dem Twink. Und da müssen wir jetzt einmal hier runterlaufen, also hier ist der erste Bossraum und dann geht es hier runter die Treppe und dann nach rechts. Und hier haben wir einen Mob, der heißt Ladenbesitzer. Und dieser Ladenbesitzer, ihr seht, ich kann den anhandeln, ihr könnt das wahrscheinlich nicht, wenn ihr rankommt. Ihr müsst nämlich an ihn ranlaufen und dann sagt der Ladenbesitzer so einen Text, der geht so, pst, hey ihr, arglose Touristin, mögt ihr kleine Tiere? Was so ein bisschen schon weird klingt, wir gehen aber trotzdem drauf ein, wir laufen dann quasi zu ihm hin und macht dann auf, mit ihm im Target slash NOD, also für zunicken. Und ihr könnt auch, glaube ich, slash yes oder ja machen auf dem deutschen Client, das geht alles. Und dann, wenn es nicht buggt, könnt ihr quasi mit ihm handeln und ihr seht, dann haben wir so ein kleines Handelfenster. Bei mir hat das jetzt gerade ein bisschen rumgespackt, ich musste einmal raus aus der Instanz, wieder die resetten und nochmal rein, dann hat es funktioniert. Gerade bei der ersten Aufnahme war das ein bisschen verhauen, deswegen habe ich den jetzt schon vorher freigeschaltet, nicht, dass es gleich wieder am Rumspacken ist. Aber wie gesagt, einfach slash NOD oder yes oder ja machen, dann müsstet ihr eigentlich mit ihm traden können. So, wenn wir das geschafft haben, dann können wir das Pet theoretisch kaufen. Der will von uns halt ein bisschen über 2000 Gold haben und drei Items. Wir brauchen nämlich drei verschiedene Kisten, ne? Und diese Kisten bekommen wir aus den verschiedenen Zonen in Shadowlands. Wir haben hier einmal Solenium Schließkassette heißt die. Das ist die erste, die bekommen wir aus der Bastion. Wo ihr die herkriegt, kann ich euch gleich mal zeigen. Dann haben wir die zweite aus dem Ardenwald und die dritte ist aus Madraxus. Die können wir schon die ganze Zeit bekommen, ne? Also seit 9.0, quasi seit dem Patch-Release, haben wir dementsprechend diese Kisten. Vielleicht habt ihr noch auf der Bank eine liegen, auf irgendwelchen Twinks. Die kriegt ihr durch alle möglichen Aktivitäten, also die können halt bei allen möglichen Mobs in den Zonen droppen. Ihr könnt die aus den Berufungskisten rausbekommen oder man kann sie auch aktiv farmen, indem man einen Schurken hat. Und wie das genau funktioniert, will ich euch jetzt mal zeigen. Ich habe einen Schurken, der ist auf Stufe 51, der kann auf Stufe 50 sein, der muss halt bloß nach Shadowlands kommen. Dann wählt ihr die Fäden des Schicksals aus und dann könnt ihr ja hier überall rumtigern, mittlerweile kann man ja auch fliegen. Und dann müsst ihr halt schauen, dass ihr einen Spot erwischt, wo ihr möglichst viele Humanoide habt, die ihr nämlich dann ja mit Taschendiebstahl beklauen könnt. Und wenn ihr sie beklaut, bekommt ihr diese Kisten unter anderem nebenbei mit raus. Ich habe jetzt, glaube ich, hier in der Bastion 5 Minuten Taschendiebstahl gemacht und die Kiste bekommen. Es kann halt auch sein, dass ihr da eine halbe, dreiviertel Stunde rumläuft und erst dann eine Kiste kriegt oder eine Stunde. Das ist halt ein bisschen random, ne? Ich habe jetzt hier nach 5 Minuten gerade eine Kiste bekommen. Das geht schon. Ich kann jetzt ein paar Spots empfehlen. Wenn ihr einen Low-Schurken habt, also Stufe 50, ist es ja so, dass nicht alle Mobs in der kompletten Zone skalieren, sondern halt nur irgendwie so die halbe Zone skaliert. Die anderen sind halt Stufe 60, deswegen hier oben Taschendiebstahl mit einem 50er-Chart zu machen, eher schlecht. Ich kann empfehlen, hier unten in dem Bereich, in der Bastion, die Mobs kann man ganz gut Taschendiebstahlen. Das sind alles Humanoide hier unten zumindest. Und wie funktioniert das? Ihr geht halt in Stealth. Am besten macht ihr euch ein Makro auch mit Zap und beklaut die dann halt einfach so, ne? Und wenn ihr dann Glück habt, gibt es dann halt nebenbei ja, diese Kisten mit raus. Droppen auch noch ein paar andere graue Sachen und ein bisschen Gold und so.
Aber wir wollen ja hauptsächlich diese Kisten haben. Mehr ist es eigentlich nicht. Jetzt zeige ich euch noch die anderen Spots. Und zwar im Ardenwald war hier unten eigentlich ein ganz guter Spot. Hier sind ein Haufen Humanoide hier in dem Lager. Die kann man eigentlich auch beklauen. Das funktioniert wunderbar. Und in Maldraxxus ist eigentlich hier so der beste Spot für Low-Level-Chars. Die skalieren auch. Wenn ihr einen Max-Level-Rogue habt, ist wahrscheinlich hier oben, sind wahrscheinlich mehr Mobs da. Ich vermute, im Ardenwald, ja, da bleibt es sich eigentlich gleich. Ja, da wird trotzdem das hier der beste Spot sein. Man kann theoretisch auch hier die Mobs mitnehmen, aber ich finde den eigentlich am besten. Da sind ziemlich viele Humanoide. Und in der Bastion, wahrscheinlich sind hier oben noch ein Ticken mehr Mobs, aber die sind halt alle Stufe 60 Elite. Deswegen mit Low-Level-Chars würde ich sie unten empfehlen. So, jetzt wisst ihr, wo ihr die Kisten ihr habt. Wie gesagt, schaut mal auf eurer Bank, schaut mal bei Twinks, vielleicht habt ihr noch ein paar rumliegen. So, wir können uns das Pad jetzt einfach hier von ihm kaufen. Und so wie es aussieht, kann ich auch mehrere kaufen, oder? Ah ja, ich habe mir nämlich gleich zwei Chargen von den Kisten geholt. Und dementsprechend kann ich mir zwei Pads kaufen. Eins lerne ich für meine eigene Sammlung. Und eins werden wir mal schön für eine 250.000 ins Auktionshaus hauen und gucken, ob das Ding weggeht. Also hier nochmal die Kisten. Oxein, Schließkassette, die Namen sind schlimm. Phaedrum Schließkassette und Solenium Schließkassette. Ich habe die jetzt bestimmt falsch ausgesprochen, aber so heißen die Dinger. Das sind, glaube ich, auch die Erze, die man in den jeweiligen Zonen sich farmen kann. Genau, danach sind die benannt. Wir lernen das jetzt auch mal. Zwei Stück haben wir jetzt hier und schauen uns die schöne Seltenheit an. Und ja, da haben wir das Pad. Ja, schön ist jetzt relativ. Ist halt irgendwie so eine lila Ratte mit so einem orangen Pelz obendrauf. Mit irgendwie, wie viele Augen hat das Viech? Vier Augen. Ja, selten ist es bestimmt, ja. Schön, lässt sich vielleicht drüber streiten, aber vielleicht kann der ein oder andere damit seine Sammlung ein bisschen aufstocken, beziehungsweise das ein oder andere Stückchen Gold damit noch verdienen. Das werden wir nämlich jetzt auch machen. Einmal ins Auktionshaus mit dem Viech und vielleicht, wenn ich das loskrieg, werde ich nochmal mit meinem Schurken ein bisschen lostigern und ein paar Kisten farmen. Das ging bei mir tatsächlich relativ schnell. Gut, damit verabschiede ich mich an der Stelle für das kleine Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreibt die gerne in die Kommentare. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.